Hallo und willkommen zu einem neuen Video über Elektrotechnik, über einfache Schaltkreise. Dieses Mal wollen wir uns ansehen, wenn wir zwei Widerstände oder zwei Verbraucher miteinander kombinieren. Ja? Und zwar in einer Art und Weise, dass zuerst ein Verbraucher kommt, ja? Und nachher der zweite Verbraucher, dass diese hintereinander geschalten sind. Ja? So hintereinander möchte ich die Verbraucher schalten. Mit Symbolen aufgezeichnet, würde das also so aussehen, ja? Oder einen Widerstand oder einen Verbraucher haben, dahinter kommt ein zweiter Widerstand, zweiter Verbraucher, ja? Und da außen hänge ich es an. Okay? Das bedeutet, da außen an dieser Kombination gibt es eine Spannung U. Spannung U. Die liegt an beiden Widerständen. Und die Widerstände sind halt, oder die Verbraucherwiderstände, wir nehmen jetzt einmal, das sind Widerstände an, sind halt hintereinander geschalten. Oder heißen tut das Ganze nämlich Serienschaltung. Oder Reihenschaltung. Das ist der Name, ja? Weil es in Serie hintereinander, in Reihe hintereinander einfach geschalten sind. Okay? Das heißt, wir haben zwei Dinge. Wir haben einen R1, einen 1er Widerstand, und wir haben einen R2, 2er Widerstand. Ja? Um uns die Berechnung so einfach wie möglich zu machen, machen wir jetzt einfach, zeichnen wir überall bei jedem Widerstand, zeichnen wir Spannungen ein. Das heißt, hier haben wir am Widerstand 1 haben wir eine Spannung, am Widerstand 2 haben wir eine Spannung. In den Leitungen haben wir gesagt, haben wir keine Spannung, das stellen wir uns ideal vor, ohne Widerstand. Das heißt, da gibt es keine Potentialdifferenz, aber alle das gleiche Potenzial. Aber da am Widerstand haben wir natürlich ein U1 und ein U2. Okay? Und dann haben wir auch noch, da haben wir einen Strom I2 natürlich, das war Blödsinn, und da haben wir einen Strom I1. Und durch die gesamte Schaltung rinnt der Strom I durch. Also I rinnt durch die beiden durch, und bei jedem Widerstand habe ich jetzt seine persönlichen elektrischen Größen. Jetzt wollen wir uns einmal überlegen, was da passiert. Okay? Folgendes, wir haben ja was gehört vom ersten Kirchhoffschen Gesetz, ist jetzt noch nicht so lang her, sondern ein paar Videos, und da haben wir gesagt, das ist die Knotenregel. Und jetzt, wir haben auch gesagt, es ist vollkommen wurscht, was in einem Knoten drin ist. Jetzt schauen wir mal diesen Knoten hier an. Wenn wir den Knoten anschauen, nennen den K1, wenn ich mir das anschreibe, was in K1 drinnen ist, welcher Strom rinnt hinein? I1 ist also positiv. Welcher kommt heraus? Minus I2 ist gleich 0 Ampere. Daraus folgt, I1 ist gleich I2. Okay? Der Strom, der hier hineinrinnt, kommt hier auch wieder raus. Es ist ja eh logisch. Ne? Wo soll er denn hin? Er kann ja nirgendwo abbiegen. Er muss ja durch den Widerstand durch und auf der anderen Seite muss er wieder rauskommen. Genau das gleiche gilt natürlich hier rüben. Ja? I2 rinnt hier hinein und kommt hier wieder raus. Und natürlich ist I und I1 gleich. Das heißt, es gibt keinen anderen Strom wie I. Ja? Aus dem folgt unmittelbar, alle Ströme sind gleich. Es ist nämlich der gleiche Strom an Ladungsträgern pro Zeiteinheit, der dadurch divet. Der dadurch geschoben wird durch von der Spannung U. Der Strom an Ladungsträgern, der durch den R1 durchgeschoben wird, braucht eben die Spannung U1, dass er da drüber kommt. Und der Strom an Ladungsträgern, der an dem Widerstand R2 durchgeschoben wird, was der gleiche ist von der Größenordnung her,
braucht eben die Spannung U2, die Potentialdifferenz U2, also das überwindet dann den Widerstand. Aber zahlenmäßig sind es gleich, ja? Alle Ströme sind gleich. Ja? Das heißt, in einer Serien- und Reihenschaltung sind die Ströme in den unterschiedlichen Elementen gleich. Immer. Ja? Also wenn zwei Sachen hintereinander geschalten sind, dann sind da die Ströme gleich. Wie schaut das aus mit den Spannungen? Nun, Ohmsches Gesetz am ersten Widerstand, ja, das heißt U1 ist gleich R1 mal I1, ich schreibe jetzt nochmal I1 hin, ja, und U2 ist gleich R2 mal I2. Das da drüben ist natürlich R1 mal I, sehr logisch, ja? Weil wir haben gesagt, alle Ströme sind gleich. Und das da drüben ist R2 mal I. Okay? So. Jetzt müssen wir sich überlegen. U1 ist die Potentialdifferenz. Hier habe ich ein gewisses Potential. Da. Ich nenne es Phi 0. Ja. Hier habe ich ein gewisses Potential Phi 1. Hier habe ich ein gewisses Potential Phi 2. Okay. U1 ist die Spannungsdifferenz zwischen Phi 0 und Phi 1. Ah, die Potentialdifferenz. Die Spannung U1 ist die Potentialdifferenz zwischen Phi 0 und Phi 1. Der Unterschied zwischen da und da. U2 ist die Potentialdifferenz zwischen Phi 1 und Phi 2. Das da. Der Unterschied zwischen da. Und U ist also folgemäßig die Potentialdifferenz zwischen Phi 0 und Phi 2. Und jetzt sollten wir eigentlich ganz locker sehen, ich meine, wenn das der Unterschied zwischen da und da ist, das ist der Unterschied zwischen da und da, und ich möchte den Unterschied wissen zwischen da und da, ja, dann muss ich die zwei Unterschiede addieren. Okay? Das heißt, meine Spannung U, die Gesamtspannung U, ist nichts anderes wie U1 plus U2. Okay? Weil eigentlich, wenn man es potenzialmäßig betrachtet, ist ja U1 ist ja Phi 0 minus Phi 1, ja? Und dann habe ich da hinten Plus und dann habe ich Anfang minus Ende Phi 1 minus Phi 2, ja? Und dann pack, pack, die zwei sind weg, das ist Phi 0 minus Phi 2. Okay? Anfang minus Ende, Potentialdifferenz, geht schon. Also das ist hoffentlich auch logisch. So, und jetzt fasse ich das noch zusammen. Jetzt setze ich hier das U1 und das U2 setze ich hier rüber ein. Das heißt, mein U ist gleich, und jetzt setze ich U1 ein, das ist R1 mal I. Der rote Stift. Der rote Stift ging mir flöten. Weg. Nimm ich den. Ach ja, hat nur einen schwarzen Kappel gekriegt. I, ja, plus, und jetzt U2, das ist R2 mal I. Also das da war U1 und das da war U2. Gehen wir, I ist gleich. Und jetzt hebe ich I heraus, innen drinnen bleibt über R1 plus R2. Ja, mal I. Okay. Jetzt darf ich das R1 und plus R2, das darf ich R und sage, das ist R mal I. So, jetzt sind wir wieder beim Ohmschen Gesetz, U ist gleich R mal I. Was bedeutet das aber? Ja, was bedeutet das aber? Das bedeutet, die Serienschaltung oder Reihenverschaltung von zwei Widerständen hintereinander,
ja, verhält sich genauso wie ein Widerstand, der die Summe R1 und R2, der Summe R1 und R2 entspricht. Ja. Das heißt, wenn ich diese Schaltung hier komplett äquivalent ersetzen will durch nur einen Widerstand, ja, dann schaut das halt so aus. Ich meine, ein Widerstand. Ja. Da ist der R jetzt. Ja. Der durch den R rinnt das I durch. Der Strom. Ja. Und an dem R liegt das U. Und das ist die Formel. Ja, ich schreibe es nochmal groß hin. R, der Ersatzwiderstand, ist gleich R1 plus R2. Ja. In einer Serienschaltung ist der Gesamtwiderstand oder der Ersatzwiderstand, der gedachte, gleich der Summe der Einzelwiderstände. Das heißt, je mehr Widerstände hintereinander geschalten wird, desto größer wird der Gesamtwiderstand. Es ist ja logisch, ne? Wenn ich eine Mauer überklettern muss und nachher eine zweite Mauer überklettern muss, ist sie in Summe doppelt so schwer. Es kommt darauf an, wie hoch die Mauern sind. Ja, vielleicht. Aber es ist auf alle Fälle schwerer, wie nur eine Mauer zu überklettern. Und das gilt. Ja. Jeder Widerstand trägt sein Schärflein dazu bei, dass eben schwieriger wird, für den Strom von da nach da zu gelangen. Ja, und je mehr Widerstände hintereinander sind, desto schwieriger wird es. Und um den Gesamtwiderstand, den es ja eigentlich nicht wirklich gibt, aber der sich praktisch genauso verhält wie die Einzelwiderstände, zu berechnen, mache ich einfach die Summe. Ja? Das heißt nämlich, wenn ich mehr wie zwei Widerstände habe, kann ich dann plus R3 plus und da geht es dahin. Ja? So viele Widerstände in Serie wie eben sind, kann ich das einfach zusammenzählen und kann das durch einen Widerstand ersetzen. Das ist die Serien- oder Reihenschaltung. Prinzipiell eine Anwendung der Knotenregel, so wie wir sie gelernt haben oder wie wir sie gehört haben zumindest. Ja. Nächstes Mal probieren wir andere Art, zwei Widerstände zu verschalten, nämlich nebeneinander. Ja. Besagt denn, dass es nur einen Weg von A nach B geben muss. Es kann ja auch mehrere geben. Was dann passiert, wollen wir uns im nächsten Video ansehen. Für dieses Mal sage ich vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.